My name is Julia Thurnau. I'm a Berlin-based actress. I work in cinema, TV, performance, and theater. My eyes are blue. I have dark blonde hair. I'm 1.68 meters tall. That's 5.6 feet. I do a lot of sports, such as diving. I have a PADI advanced open water license. I do capoeira. I like weapons and combat. And I know how to drive a car. When I return, it will be in another woman's clothes, another woman's name. My coming will be unexpected. If you look at me unbelieving and say, you are not she, I will show you signs and you will believe me. I will tell you about the lemon tree in your garden, the corner window that lets in the moonlight, and then signs of the body, signs of love. And as we climb, trembling, to our old room, between one embrace and the next, I will tell you about the journey. Ich nehme dir auf gar keinen Fall. Ich bin mit meinen mehr als ausgelastet. Ein Kind mehr oder weniger fällt doch gar nicht mehr auf. Vergiss es, es geht gar nicht. Weißt du denn, wer ihr Vater ist? Soweit ich weiß, ist Anna alleinerziehend. Weißt du, warum sie nicht mehr mit dem Typen zusammen ist? Die wenigsten Männer schreien, Yippie, ich werde Papa. Jungs, Ohren zu. Keiner, nicht einer der drei Väter meiner Kinder hat Yippie geschrien. Aber bei euch Asiaten ist das ja anders. Ihr freut euch über jedes Kind, was neu dazukommt. Das finde ich so schön. Ja, klar. Sag mal, meine Tochter wünscht sich genau so ein Kleid. Du weißt nicht zufällig, wo ich das herbekomme, oder? Ihr Asiaten habt doch einen Draht zu Kitsch. Nein, keine Ahnung. Also, du kannst sie wirklich nicht nehmen, oder was? Nee, kann ich nicht. Alles klar, ist mir richtig geholfen. Fick die Henne. Ups, Entschuldigung, Kinder. Warte mal, mir fällt doch was ein. Melanie, du sag mal, du kennst doch die Anna Kemper. Genau. Und da war doch dieser leckere Typ damals aus München. Erinnerst du dich, wie der heißt? Kaspar. Erinnerst du dich an die Adresse? Nein, nicht für mich. Du hast mir sehr geholfen. Bis später. Du warst im Park und nicht nur zum Pinkeln. Da war ein Paar, was sich gestritten hat. Und ich bin dazwischen gegangen. Wie dazwischen gegangen? Hast du mit dem Mann gekämpft? Gekämpft, nein. Warum hast du nicht einfach die Polizei gerufen? Ich musste handeln. Der Polizei, unserem Chef, den Kollegen. Allen hättest du erklären müssen, wo du herkommst. Und deiner Frau. Der neue Oberstaatsanwalt auf Abwägen. Peinlich. Aber nicht das Ende deiner Karriere. Oder? Deine Angst, dass unser kleines, schmutziges Geheimnis auffliegt. Ist das wirklich alles? Hast du zugeschlagen? Ich habe Schiss bekommen und bin abgehauen. Und haben den Kurt hier einfach so da liegen lassen. Sag bloß. Miriam? Kennen Sie den? Nö. Wie kommen dann Ihre Fingerabdrücke drauf? Wir haben noch mehr darauf gefunden. Blut und Haare, eindeutig vom Opfer. Miriam, was ist an dem Abend noch passiert, nach dem Streit mit Kurti? Ich habe unbedingt noch was gebraucht. Und der Kurti? Ich wollte ihn doch nicht umbringen. Ich wollte ihn nur eins überziehen. Zur vermissten Stelle, bitte. Sechste Etage. Oh, und die Toilette? Irgend so ein Idiot hat mir in der U-Bahn seinen Kaffee vor die Hütte gekippt. Für Besucher gleich da drüben. Ich muss jetzt wirklich los, ja? Oh, Mist, ich auch. Okay. Arbeiten Sie in der vermissten Stelle? Ja. Haben Sie da irgendeine Kleiderordnung? Nicht wirklich. Ist nur ganz gut, wenn man welche anhat. Von meinem Sohn. Haben Sie auch Kinder? Nee. Also manchmal dann doch ganz praktisch, ne? Entschuldigung, ich bin echt ein bisschen drüber. Heute ist mein erster Tag. Tentative d'évasion. Vous connaissez le tarif. Conseil de discipline à Munich. Mes sanctions vous paraîtront douces à côté des leurs.
Je vous avais prévenu. Pardonnez-moi, chef, tout est ma faute. Expliquez-vous. J'avais besoin d'aller aux toilettes, mais j'ai trop peur la nuit. J'ai demandé à Fabelli de m'accompagner. Couvrir une tentative d'évasion, c'est très grave. Personne ne va aux latrines dans cet accoutrement. Vous me décevez, Lisette. Sur la tête du Führer, c'est la vérité, chef. Oh, by the way, I'm very interested in art.